Hallo, heute geht es weiter mit einer neuen kurzen Folge Newslord mit drei Themen und den Anfang machen wir mit Donald Trump, denn Trump hat wieder mit etwas Recht behalten. Wer hätte das gedacht? Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Zeit unmittelbar nach dem Hurricane, da hat Trump den Bundesbehörden vorgeworfen, dass sie Hilfslieferungen für die Opfer des Hurricanes zurückhalten. Unsere sehr unparteiischen und stets überaus objektiven deutschen Medien haben das natürlich direkt als eine strategische Wahlkampflüge, um den Demokraten zu schaden. Abgetan. Wie sich inzwischen herausstellt, steckt aber doch mehr dahinter, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Denn jetzt, nach der Wahl mit Trump als kommendem US-Präsidenten, trauten sich Whistleblower dahingehend eine Anweisung zu leaken. Das ist diese hier. Diese stammt aus einer der Arbeitsgruppen von einem Hilfstrupp der FEMA, der Federal Emergency Management Agency aus Amerika. Das ist sowas wie deren Katastrophenhilfe, eine Bundesbehörde. Na, und was steht da Tolles für die, die kein Englisch können? Diese Hilfstrupps sollen Häuser vermeiden, die für Trump werben. Und was passiert, wenn man die Häuser vermeidet, die für Trump werben, als ein Hilfstrupp von der Katastrophenhilfe nach einem Hurricane? Die Leute in diesen Häusern, die Trump-Supporter, bekommen keine Hilfe nach dem Hurricane. Und demnach ist Trumps Vorwurf absolut richtig. Eine Bundesbehörde hat gezielt Hilfslieferungen zurückgehalten nach dem Hurricane und hat dabei sogar explizit gegen Trump-Wähler diskriminiert. Das ist schon sehr hart. Dafür muss man auch sehr bösartig sein, um so etwas zu tun und die Menschen nicht mal mehr als vollwertige Amerikaner wahrnehmen, die entsprechend der Aufgabe der FEMA ein Anrecht auf diese Hilfen haben. Und offensichtlich wurde dieser Anweisung ja auch oft genug Folge geleistet, dass sich das zu einem richtigen Thema entwickelt hat, noch vor den Leaks, weil ja offensichtlich genug Menschen durch diese Anweisung negativ betroffen waren, dass sich das bis zu Trump durchgesprochen hat, dass da Leute nicht ausreichend Hilfslieferungen oder gar keine Hilfslieferungen bekommen haben. Was das über die mangelnde Zivilcourage der Menschen in diesen Hilfstrupps aussagt, muss ich, glaube ich, nicht noch extra ausführen, oder? Dass die dem auch noch Folge leisten, dass auch die Leaks erst nach der Wahl kommen und nicht sofort. Das passt alles wunderbar ins Schema. Die braven kleinen Befehlsempfänger haben alle zu sehr Angst, wohlmöglich selbst negative Konsequenzen zu erfahren, um ihrem Unmensch von einem Chef zu widersprechen. Nein, das können sie ja nicht tun. Und bevor jetzt hier einer sagt, ja, Amerika halt. Nein, es lief doch hier in Deutschland mit den RKI-Files genauso. Da wurde auch erst der ganze ungerechtfertigte Unrat Ewigkeiten später geleakt und vorher die ganze Zeit totgeschwiegen, während es passiert ist. Da hatte auch keiner die Courage, sein Maul aufzumachen. Im Gegensatz zu uns mit den RKI-Files gibt es aber in Amerika noch sowas wie öffentlichen Druck. Deswegen musste die FEMA jetzt Konsequenzen ankündigen. Wäre bei uns nicht passiert. Der einzige öffentliche Druck hierzulande ist der Druck, den unsere tollen Medien auf die Öffentlichkeit ausüben, bloß nicht gegen die Mainstream-Meinung oder das Narrativ zu verstoßen. Da bei der FEMA wird jemand jetzt seinen Posten räumen müssen. Und das ist nicht mehr wie recht. Spätestens bei Trump wahrscheinlich nicht nur einer. Wisst ihr, wegen genau solchen Menschen sehe ich Project 2025 nicht so negativ, wie das der ein oder andere linksgrün angehauchte YouTuber darstellt. Solche Beamte wie der Typ, der für diese Anweisung verantwortlich ist, der seine Position ausnutzt, der seine politischen Ansichten seine Arbeit untergraben lässt, wohlgemerkt gegen Trump, ja, das ist einer, der sich selbst für einen von den Guten hält, der muss von seinem Posten ersetzt werden. Anders geht das nicht, anders ist es nicht zu bewältigen. So durch wie der muss man schließlich erstmal sein. Da hilft kein Du, das machst du aber nicht wieder, der muss weg. Wer weiß, wie viele Leute es dieser Art noch gibt im Verwaltungsapparat Amerikas, gerade weil sie den Demokraten politisch genehm waren. Da mal aufzuräumen ist wahrscheinlich längst überfällig. Und in diesem Kontext ist auch Elon Musks Idee einer Regierungsbehörde, die die Effizienz anderer Behörden überprüft und den Beamtenapparat insgesamt reduziert, sicherlich auch hilfreich. Leute, die bewusst sabotieren und ausbremsen, werden schließlich die ersten sein, die bei einer Effizienzprüfung negativ auffallen. Negativ auffallen ist auch ein wunderbares Stichwort für das zweite Thema. Wir kommen zu Deutschland. Nach dem Ende der Ampelregierung durch den Wegfall der FDP und damit dem gegenwärtigen Zustand einer Mehrheits Rot-Grün-Regierung sind Neuwahlen nicht nur ein großes Thema, sondern auch dringend zeitnah notwendig. Das passt aber dem Olaf nicht, der möchte die eigentlich erst irgendwann im Januar. Zu blöd nur für den Olaf, dass so ziemlich alle Parteien abseits Rot-Grün das etwas anders sehen. Tja, da kann er sich jetzt auch noch ein paar Mal in Talkshows selbst als cool bezeichnen. Das nimmt ihm inzwischen keiner mehr ab. Selbst international bei dem EU-Gipfel wollen die Politiker,
dass Deutschland schnellstmöglich wieder eine ordentliche Regierung bekommt. Aber keine Sorge, der Olaf hat schon die passende Ausrede parat. Der Bundeswahlleiter, beziehungsweise ist es ja eine Frau, eingesetzt durch Fancy Nancy, lässt verkünden, dass für eine Wahl in Deutschland das Papier fehlt und man erstmal das Papier besorgen müsste und daher eine Neuwahl vor 2025 nichts wird. Die kommen sich selbst offenbar nicht mal lächerlich dabei vor. Wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, lässt das eigentlich nur zwei Rückschlüsse zu. Entweder sagen die die Wahrheit oder die lügen. Angenommen, die lügen, dann bedeutet das, dass die SPD wunderbar zusammenhält, um ganz Deutschland zu verarschen. Oder, was vielleicht sogar noch schlimmer ist, die sagen die Wahrheit und wir in Deutschland, in einem erste Weltland, sind inzwischen nicht mal mehr in der Lage, innerhalb von einem Monat genug Papier zu besorgen, um die Neuwahl durchzuführen. Was soll eine rot-grüne Bundesregierung noch an Schaden anrichten, wenn selbst das schon nicht mal mehr möglich ist? Was haben wir noch für eine tolle Demokratie, wenn die Wahlen jetzt sogar schon am Papier scheitern? Aber Kopf hoch, die AfD ist ja der wahre Feind der Demokratie hier in Deutschland, auf jeden Fall. Ja, und von einer Sache, die nicht mehr möglich ist, kommen wir zur nächsten und dem dritten Thema. Ein Fußballspiel in den Niederlanden hat zu unerwarteten Konsequenzen geführt. Da kam es nämlich auf einmal zu Hetzjagden. Die Gastmannschaft bei diesem Spiel kam aus Tel Aviv, also aus Israel. Sowas wäre früher kein Thema gewesen, aber ihr wisst ja mittlerweile, die Zeiten ändern sich und Göring Eckardt freut sich drauf. Und so wurden dann jüdische Fans, die ihre Mannschaft anfeuern wollten, von unzähligen Limettenmenschen durch die Straßen gejagt. Mit Autos angefahren, wahlweise zusammengeschlagen und was weiß ich noch alles. Immerhin war es nicht in Deutschland, da können die Medien das Thema wenigstens nur minimal am Rande abhandeln, sonst müsste man sich jetzt eine Diskussion über Antisemitismus anhören, in der dann wieder betont wird, dass die Gefahr von rechts sehr groß und gravierend ist, darauf erstmal eine Demo gegen rechts, nicht wahr? Das ist inzwischen Europa, ein Gefühl von Sicherheit im öffentlichen Raum gibt es nicht mehr. Ach Quatsch, das sind bestimmt wieder alles nur Einzelfälle. Ganz viele. Gleichzeitig und immer wieder und wieder und wieder und dann auch wieder in Holland. Eigentlich wäre das ja auch nicht unser Problem hier in Europa, aber wir importieren diese Konflikte zusammen mit diesen Menschen und was wir dafür bekommen, das wisst ihr alle ganz genau. Richtig, auch in Zukunft weitere Folgen Newslord. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat.